Ja, hallo, ich grüße euch. Ja, ich bin froh, heute hier zu sein, um wieder mal was Neues vorzustellen, wovon ich keine Ahnung habe. Und die Sachen, mit denen ich mich gar nicht auskenne, die stelle ich eigentlich am liebsten vor. Ja, ich bin Antimusiker. Ich höre weder Musik, noch kann ich Noten lesen, noch habe ich jemals irgendein Instrument gespielt. Musik und Sport, das sind zwei Dinge, die in meinem Leben nie Platz hatten, ja? Und jetzt habe ich neulich bei Amazon nach einem Funktionsgenerator gesucht und den habe ich auch gefunden und bestellt und in einem anderen Video auch vorgestellt. Allerdings ist mir da auf der Amazon-Seite dann was angezeigt worden, was ich irgendwie hochinteressant fand. Und da das nicht viel kostet, habe ich das auch einfach mal bestellt und das will ich jetzt hier mal zeigen. So, das ist der Korg TM60. Ja, ihr seht, dass der jetzt hier da so wild onanierend und irgendwelche Signale anzeigt und die Leuchtdioden da so wild umherflackern. Ja, das ist im Grunde ein Tonfrequenzmesser, wenn ihr so wollt. Ja, nur dass er eben keine Hertz oder sowas anzeigt, sondern Noten. So, wir haben einen Kammerton, der ist jetzt hier auf 440 Hertz eingestellt. Den kann man aber auch verändern, beliebig, wenn man so will, ja. Oder beliebig, sage ich jetzt einfach mal so, wie man sehen, wie sehr wir den verändern können. So 400, ich glaube, da gab es eine Belcanto-Stimmung, 428 Hertz, weil ich weiß es nicht mehr, ja. Die haben ja früher die Sachen tiefer gespielt, alle. Nee, das geht von 410 bis 480 Hertz. Können wir die Kammerton vorstellen. So, dann geht das alles tiefer und höher, ja. So, wir lassen ihn jetzt mal auf 440 Hertz stehen. Und ja, dann sehen wir, dass das ziemlich hin und her schwankt, ja. Also mit der Stimme einen geraden Ton zu erzeugen, also das ist ziemlich schwer, ja. Also das können die Opernsänger wahrscheinlich, die sollten das können, glaube ich, ja. Ich kann das nicht. Bei mir flattert der wild durch die Gegend, ja. Ich kriege also keinen Ton gehalten mit der Stimme. Trotzdem ist es interessant, dass er da sowas anzeigen kann. Er kann jetzt auch noch mehr. Er kann die Töne auch generieren. Also auch hier haben wir einen Lautsprecher. Oder hier hinten, glaube ich, ich weiß gar nicht, wo der Lautsprecher ist. Naja, wir haben auch noch eine Kopfhörerbuchse und eine Inputbuchse. 6,3 Klinke, 3,5 Klinke. Da können wir das Signal noch abgreifen und das irgendwo einspeisen oder hier eben noch Mikrofon anschließen oder irgendein Tonsignalgeber. Ja, warte ich, wo ist das Mikrofon? Ah, hier ist das eingebaute Mikrofon und hier ist der Lautsprecher. So, jetzt können wir hier noch die Töne generieren. Das ist der Ton A. Ja, wir können also die ganze Tonleiter rauf und runter spielen. Ja, zum Spielen ganz nett, ja. Wenn man irgendwie einen Ton braucht, ja, dann gib mir ein D. Da ist es, ja. Gib mir ein B. Da ist es, ja. Gib mir ein A. Ja, da ist es, ne? So, dann haben wir noch ein Metronom da drin. Finde ich auch ganz interessant. Na? So. Na, spiegelt hier ein bisschen. Und das können wir natürlich im Takt verändern. Das können wir jetzt ganz schnell machen. Ja, also wenn ihr eure Frau am Putzen ist, würde ich sagen, so, also mach mal schneller, ja. Ja, und wir können auch den Beat noch verändern, irgendwie. Dann piepst er hier noch irgendwie rum. Da, oder wir nehmen das Ding als Einschlafhilfe oder sowas. Weiß es nicht. Starten und stoppen. Und können das auch wieder ausschalten. Ja, der hat sogar einen Ausschalter dran. Ja? Und sogar eine Displaybeleuchtung. Ja. So, jetzt hat mich etwas geärgert. Ich kriege keinen geraden Ton mit meinem Stimmorgan. Ja.
da habe ich gedacht, ja, wie kriege ich denn irgendwie einen Ton generiert, ja, der irgendwo nicht munter, wild oder unanierend rumflackert, sondern der irgendwie stabil ist, ja, stabiles A, stabiles B oder irgendwas halt, ja, damit er mal ja, was Stabiles anzeigt, ja. Ja, dann habe ich gedacht, okay, einen Flügel kaufen mit Elfenbeintasten aus echtem Ebenholz ist zum Ausprobieren für so ein 25-Euro-Ding ein bisschen teuer. Auch platzmangelmäßig ist ein bisschen schwierig. Aber irgend so ein Musikinstrument, ja, ich habe ja keine Ahnung, ich kann ja keine Noten. Aber ich habe hier mal was gefunden, und zwar ein Instrument. Und da gibt es noch eine Anleitung bei. Hier sind Noten, ich kann keine Noten lesen, ich habe sie nie verstanden, ja, was das ist, die Kringel da, was das bedeutet, ja. Ja, ich hatte eine 5 in Musik und dann habe ich das abgewählt früher, ja. So, und dann habe ich mir gedacht, ein Musikinstrument sollte eigentlich in jedem Haushalt vorhanden sein, irgendwas halt, ist egal, was das ist, ja, also, was ist jetzt billig? Eine Flöte. Eine Flöte, und dann haben wir eine Flöte gekauft, ja. So sieht der Kasten aus, wo die Flöte drin ist. Da haben wir ja dann noch so einen Flötenreiniger-Dingsbums. Und ich glaube, das hier, das ist auch irgendwie so ein, ja, weiß gar nicht, was das ist. Das glaube ich auch irgendwie zum Saubermachen oder sowas. Oder auch nicht. Ah, doch, das ist irgendwie, Fett ist das. Das ist Flötenfett. Ja, wenn ihr die mal die Flöte schmieren wollt, nee, dann so, haben wir Flötenfett. Jetzt habe ich ganz vergessen, drauf zu machen. Ich habe die so zusammengeschraubt. Ja, kann sein, dass die schon stark gelitten hat. Das ist das gute Stück. Eine Flöte. Ja, also das ist imposante Länge. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie die richtig zusammengebaut wird. Ich habe jetzt einfach mal so das Mundstück und hier oben sind die Löcher. Und diese Löcher, die sind irgendwo ein bisschen schräg angebracht. Was so richtig ist, weiß ich nicht. Aber hier kann man hier nicht verändern. Das ist fest zusammengeklebt oder so. Ja, also, die ist imposant lang, weil das sind 30 Zentimeter unter Männern. Das kennen wir ja. Und wenn ich das jetzt mal so 1, 2, 3, 4, 5, 5 mal 3 sind 50. Also, das ist quasi 1,50 Meter lang. Ja. Ja, die Flöte. Also ist eine verdammt lange Flöte, ja. Also, doch, ich hätte es auch nie geglaubt, dass ich mal eine Flöte kriege, ja. Und jetzt anfange zu flöten, ja. Ich wusste auch nicht, geht das überhaupt? Kann ich, ohne 500 Stunden Flötenunterricht zu nehmen, aus dieser Flöte überhaupt einen Ton rauskriegen? Ja, muss man da saugen, muss man pusten oder. Was muss man da überhaupt machen, ja, und ich habe das mal gesehen, dann die drücken dann die Löcher, halten die zu und machen wieder auf und irgendwie so, ja, so ganz grob, ja, und jetzt werde ich jetzt das erste Flötenkonzert jetzt mal geben und ihr, ja, ich grüße meinen Musiklehrer von früher, ich kann die Noten immer noch nicht, ja, ja, Flöte spielen kann ich auch nicht, aber ich mache das jetzt einfach mal, ja. Also, ich flöte jetzt mal was. Und, also, saugen geht schon mal nicht, da kommt kein Ton. Ja, okay, das, also, man muss da reinblasen, ja, tatsächlich. Und ich lasse jetzt einfach mal alle Löcher offen und, ups, da kommt ja schon was. Und er ist verdammt laut. Also für so eine Flöte, also ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Ja, also wenn ich jetzt einen Strohhalm reinblase und mache da drei Löcher rein, dann flötet der nicht. Also wie das jetzt hier flötet, weiß ich gar nicht. Ja, so rein technisch, keine Ahnung, wie das geht. Man kann das hier, glaube ich, noch irgendwie abmachen. Also tut es halt auch nicht. Nö, das, also das. Ach, der flötet schon ohne Flöte. Nur mit dem Mundstück. Ja, also eigentlich weiß ich gar nicht, wozu braucht man das denn noch? Ich habe vergessen, das Flötenfett drauf zu machen, deswegen geht er jetzt so schwer. Ja, wahrscheinlich ist er schon verschlissen oder ich weiß es nicht. Naja, machen wir das Beste hoffen, ja. So eine chinesische Flöte, die ist quasi unkaputt.
Ja, und jetzt flöten wir mal mit Löchern. Also ich schlage jetzt mal irgendwo so ein paar Löcher einfach mal zu. Ja, und wir kriegen tatsächlich ein stabiles B hin. Das war gerade ein stabiles B. Ob ich das jetzt nochmal reproduziert kriege, weiß ich nicht. Nö, krieg ich nicht mehr hin. Das ist ein C. Ein C mit Violinschnee, mit Kreuzchen. C-Fis, C-Cis, irgendwie ist das, glaube ich. Jetzt haben wir ein D. Ein D. Da haben wir aber auch, wenn wir alles offen lassen. Levidora. So, jetzt halten wir mal alle Löcher zu. Das geht gar nicht, so viele Finger habe ich gar nicht, ja? Ein C. Oh, irgendwie ist es mit den Fingern schwierig, da fehlen ein paar. Doch, jetzt habe ich, glaube ich, alle Löcher weg. Ein D. Puh, und die Puste ist alle. Könnte ja eigentlich auch die Zigarette direkt hier reinstecken. Nicht? Dann kann man bis da zwei Löcher machen. Ja, Stereoflöte mit der einen saugen, der anderen pusten. Ja. Ja. Ja, das ist laut. Ja, Puh, jetzt sieht ganz schön außer Puste. Also Flöte spielen ist Sport. Und Sport ist Mord. Ja, also der Mann mit der Flöte, also wenn ihr dann irgendwann mal jeder Nachbarschaft einzieht, werde ich jetzt ab jetzt jeden Tag 6 Stunden Flötenunterricht nehmen, ja, bis dass ich Beethovens Symphonien komplett fehlerfrei durchflöten kann. Ja, und mit dem Gerät hier kann ich sehen, ob ich die Töne richtig halte, ja. Und man könnte jetzt ja sagen, bohren die Löcher einfach noch ein bisschen auf, dann wird die ein bisschen nachgepimpt, die Flöte, ja. Wenn das C nicht so richtig passt, dann machen wir da oder bohren einfach noch ein paar zusätzliche Löcher rein oder sowas, ja. Oder kleben mit Kaugummi ein paar Löcher zu, ja. Aber wie ihr gesehen habt, reicht ja eigentlich schon das Mundstück. Man kann ja mit dem Mundstück allein schon rumflöten, ja. Aber da hatten wir nur einen Ton. Und das ist ein G mit Kreuz. Ein Gis oder sowas. G, Cis oder sowas. G, Kreuz. Ja, ist auch nicht einfach, den Ton zu halten. Da muss man gleichmäßig pusten. Das kriege ich gar nicht hin, weil die Puste geht ja dann irgendwann zur Neige. Ich weiß nicht, ob das die richtigen Flötenspieler, die pusten durch den Mund und atmen gleichzeitig die Nase ein, oder geht das? Nee, geht nicht, ne? Nee, das geht nicht. Wieso geht das nicht? Ja, ich glaube, ich nehme gleich mal das Flötenfett hier. Ja, ist auf jeden Fall interessant. Man kann dann mal bestimmte Töne suggerieren. Und ja, wenn man keine Trillerpfeife hat, ich glaube, das geht auch, wenn man zum Beispiel so Callcenter-Anrufe bekommt. Ne? Ich habe dann ein Bombenangebot für Sie. Ja? Also, wie hieß es nochmal? Mein Verlust soll heute Ihr Gewinn sein. Ja? Ich habe einen Aktientipp für Sie. Ja? Ja, und der geht einmal auf den Sack, weil der ruft jeden Tag 27 Mal an. Dann kann man mal kurz rangehen und sagt, ja, hallo. Und dann, ja, dann hat er einen Hörschurz und muss zum Ohrenarzt und dann kann er erstmal nicht mehr hören, ja. Dafür ist das auch noch gut zu gebrauchen. Wenn man jetzt da saugt, ne, kommt auch nicht. Wenn man hier saugt, komischerweise auch nicht. Komisch, ne? Also wenn ich hier puste, kommt ein Ton, wenn ich hier sauge, kommt kein Ton. Alles irgendwo nicht logisch, verstehe ich alles irgendwo nicht, bin ich viel zu dumm für. Ich hatte in der Schule nur Singen und Klatschen. Und
die meiste Zeit stand ich auf dem Schulhof und habe geraucht, ja. Also ich war da selten anwesend und deswegen weiß ich nicht. Ich weiß jetzt alles nicht so, ja. Abiturprüfung, die habe ich vom Nachbartisch abgeschrieben und habe extra mal ein paar Fehler eingebaut, damit der Lehrer nicht merkt, dass ich so schlau bin, weil er weiß ja, dass ich eine doofe Sau bin. Und ja, dann haben die mit 4 so durch die Bänke gemogelt und das hat hingehauen, ja. Ja, also man muss nicht unbedingt lernen, man muss nur vernünftig abschreiben. Ja, aber nicht 1:1, nicht? Man muss auch ein paar Fehler reinbacken, ja, damit das nicht so auffällt. Weil der neben mir, der war immer 1, der hatte immer eine 1, ja, bei allen, in allen Fächern hatte der eine 1. Der war genial, ja, der ist wahrscheinlich auch bald, also ich mich wundere, dass er noch nicht für den Nobelpreis vorgeschlagen wurde, ja, aber, ja, wahrscheinlich stapelt er jetzt beim Durstige Getränkekisten oder so. Ich weiß es nicht, ja, keine Ahnung. Also, ich habe das Ding mal vorgestellt, den Korg TM60. Für Musiker wissen wahrscheinlich auch, wie man da stimmt man Instrumente mit, so also Gitarren oder sowas, ja. Da braucht man, glaube ich, noch ein Zusatzgerät, was hier angesteckt wird. Das klemmt man an die Gitarre und dann kann man die Saiten spannen, bis dass sie die richtigen Töne rausrotzen, ja. Eine Flöte kann man natürlich, glaube ich, nicht wahnsinnig stimmen. Da müssen wir die Löcher zukleben oder so. Andere, wie was bei anderen Instrumenten geht, bei einer Trompete oder so, weiß ich nicht, wie man die Stimmen tut. Interessant, ja. Also vielleicht muss da irgendwie Trompetenfett dran oder sowas. Ja, man muss da mal hinten in die Tube scheißen oder so, damit der Ton was gedämpft wird oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann man das damit machen. Und wenn man kein Musiker ist wie ich, kann man da Töne generieren von der ganze Tonleiter rauf und runter und man kann damit sehen, wenn man einen Ton hat, welche Note der Ton hat. Und vielleicht kann man auch, ich denke mal, das geht, die Noten umrechnen in Hertz. Da müsste es irgend so eine schlaue Formel im Internet geben, irgendwie so, weiß ich, 6 mal Pi Quadrat plus x mal Wurzel aus 65 plus Logarithmus aus 123,8, dass man die Note in Hertz umrechnen kann. Ja, wenn der Kammerton einmal eingestellt ist, 440 Hertz, dann müsste es eigentlich möglich sein zu sagen, ja, was ist denn A? Ja, keine Ahnung, 490 Hertz oder 600 Hertz oder sowas, ja. Und was ist denn B und was ist C und was ist D und E und F und G und was weiß ich. Das müsste möglich sein, ja, habe ich aber noch nie nachgeguckt. Ich hoffe, dass die Formel nicht allzu komplex ist, weil bei Mathematik war auch nicht meine Stärke, da habe ich auch nie aufgepasst, ja. Ja, ich ich wünsche euch etwas sehr, sehr Schönes. Ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Wenn ich habe ein Blümchen.